Willkommen zu einer langen Nacht mit der Lindenstraße. Anlässlich des 50. Geburtstages des WDR dürfen wir Ihnen heute Nacht die 13 beliebtesten Folgen der Lindenstraße aus 20 Produktionsjahren zeigen, die uns unsere Zuschauer auf unserer Homepage benannt haben. Die Auswahl hat mich sehr gefreut, auch ein bisschen erstaunt, aber am meisten gefreut habe ich mich, dass wir in diesen populärsten Folgen einer Reihe von alten Lindenstraßenpersönlichkeiten wieder begegnen und dass ich Gelegenheit habe, einige der Schauspieler dieser ehemaligen Figuren hier im Beimerischen Wohnzimmer zu begrüßen. Unter diesen Lieblingsfolgen ist auch die Folge 1 mit dem schönen Titel Herzlich Willkommen. Das junge Paar Sicki und Elfi Kronmeier ziehen im Haus Lindenstraße Nummer 3 ein. Die Erstsendung war am 8.12.1985, also vor ziemlich genau 20 Jahren. Und danach sehen Sie die Folge 141, in der fast 3 Jahre später auch ein neuer Mieter einzieht, allerdings nicht ganz so bürgerlich und sittsam wie die Kronmeiers. Und wiederum danach werden 2 Hauptdarsteller dieser Folgen unsere Gäste sein, hier auf dem Sofa im Beimerschen Wohnzimmer. Viel Vergnügen. Und seine Frau Barbara ließen sich feiern. Ein Flugzeug explodierte sofort und stürzte in die Zuschauermenge. Meine Damen und Herren, hier sitzen jetzt 2 Männer auf dem Sofa von Frau Beimer, die Sie nicht nur kennen, weil Sie sie gerade gesehen haben, sondern weil Sie unvergesslich sind als Zorro und als Friedhelm. Herzlich willkommen, Thorsten Nindl. Herzlich willkommen, Arnfried Lerche. Hallo. Lieber Arnfried, ein zerbrochener Typ, weich und brutal. Und beide sind Perfektion von dir rübergebracht. Wie schaffst du das? Naja gut, das muss man halt erarbeiten. Ja. Aber es ist eben eine Rolle gewesen, die einen großen Bogen hat, die, wo er immer sich versucht hat, wieder die Anna zurückzugewinnen, mit allen Möglichkeiten, alles für sie zu tun. Und dann eben, wenn es nicht klappte, dass er dann ausrastete. Und hilft dir das im Privatleben, wenn du vor der Leinwand oder auf der Leinwand, vor der Kamera, wollte ich sagen, so ganz gebrochene, zwiespältige Typen spielen kannst? Bist du dann zu Hause zufriedener und klarer und eindeutiger? Nee. Schleppst? Nein, also ich kann natürlich aus meinen privaten Erfahrungen schöpfen für meine Rolle, aber nicht umgekehrt. Also das ist ein guter Satz. Thorsten, wie ist es denn bei dir? Ich meine, du bist der Lebenskünstler gewesen, gleichzeitig aber auch politisch sehr aktiv. Du warst Totalverweigerer als Zorro und hast vor Wut auf den ersten Krieg im Irak geweint. Mhm. Wie viele andere auch. Hast du diese Tugenden mit ins Privatleben genommen, in die große, weite Welt? Mhm. Ich habe jetzt beim zweiten schon geweint, allerdings mehr so aus Angst um meinen eigenen Arsch. Ich glaube, dass der Zorro durchaus in der Lage war, das globaler, seine Betroffenheit zu lokalisieren in sich. Also ich meine, hast du das Spiel grad oder ungrad immer noch? Spielst du das noch? Nee, das habe ich ja ehrlich gesagt nie gespielt. Also auch privat nicht. Das war ja meine Leidenschaft. Das wollte ich gerade sagen, da fing ich nämlich hier an und verlor irgendwie 50 Mark in der Aufnahmeleitung. Wir spielen, wenn das alles hier vorbei ist, morgen um 10 Uhr zum Frühstück. Okay. Grad oder ungrad. Wenn Zorro zurückkommen sollte, wenn wir dich bitten würden, du hast mir schon mal zugeflüstert, dass du Ja sagen würdest. Wir haben uns aber überhaupt noch nicht geeinigt und vor allem deswegen nicht, weil wir nicht genau wissen, was ist denn aus Zorro geworden? Wie wäre denn dein Vorschlag? Weiß ich auch nicht. Eine spannende Frage. Ne? Wir haben ganz viele Optionen, für welche entscheidet man sich? Ist er zerbrochen? Ist er erstarkt? Ist er so positiv verbürgerlicht? Joschka Fischer? Ist er negativ verbürgerlicht? Keine Ahnung. Ich glaube, dass Joschka Fischer positiv bürgerlich für ja, finde ich schon. Für verweichlicht, oder? Ja, aber lassen wir das. Wir haben hier jetzt nicht über unsere ehemaligen politischen Führer zu verhandeln, sondern wir schauen Lindenstraße, die das zwar ab und zu mal versucht und meistens dabei ins Fettnäpfchen tritt. Offensichtlich, meine Damen und Herren, haben viele Lindenstraßenfans sich damals vor circa 17 Jahren sehr gefreut, dass Anna Ziegler den schlagenden Gatten Friedhelm bald vergessen konnte und sich neu verliebt hat. Denn viele von Ihnen haben sich die Folge 147 mit dem Titel Der erste Tanz gewünscht. Erstsendung war 24.09.1988. Nach der Folge haben wir Joachim Hermann Luger und Bernd Tauber zu Gast. Moderne Techniken, US-Kreuzer, identifiziert die Passagiermaschine als feindlichen Düsenjäger. Keiner der 290 Passagiere hat überlebt. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt Joachim Hermann Luger vorstellen. Das ist der Typ, zu dem Helga Beimer gerade gesagt hat, du siehst aus wie Braunbier mit Spucke. Herzlich willkommen, lieber Joachim.
Und herzlich willkommen, Bernd Tauber, weit hergereist. Lieber Joachim, Braunbier mit Spucke, das heißt, man ist sehr blass. Ja. Und ist diese Blässe Maskenkunst gewesen oder war das auch ein bisschen, weil du ein schlechtes Gewissen hattest deiner Ex-Partnerin gegenüber, weil du insgeheim ein bisschen verliebt warst in die neue Partnerin? Ja. Fragst du mich jetzt als Joachim Hermann Luger oder fragst du mich als Hans Beimer? Ich frag dich als Schauspieler, als Joachim Hermann Luger. Ja, ich war fasziniert von Irene Fischer. Sie ist eine wunderbare, zauberhafte, damals eine blühende junge Schauspielerin. Immer noch eine wunderschöne Frau. Ich mag sie nach wie vor als Partnerin wahnsinnig gern. Aber damals war das schon mit großem Herzklopfen verbunden, das muss ich wirklich sagen. Und diese Szene ist für mich nach wie vor eine der wunderschönsten Szenen gewesen, die wir gedreht haben, zusammen mit George Moores, der nun leider nicht mehr unter uns ist. George Moores war der Regisseur, der hat dich ja auch in den Tod begleitet, als väterlicher Betreuer. Lieber Bernd, bereust du es, dass du damals gemeint hast, du musst in der großen, weiten Welt mehr Kunst finden und machen, künstlerische Leistung zeigen als in der Lindenstraße? Nein, ich bereue es nicht. Ich wollte einfach noch andere Rollen spielen als nur diese eine, die ich allerdings zu dem Zeitpunkt, als ich diese Folgen, diese AIDS-Geschichte und den Tod gespielt habe, eigentlich diese Zeit habe ich eigentlich am meisten genossen, weil es eine große Herausforderung war für mich. Woher hast du denn damals in den Jahren 88, wo man noch nicht so richtig viel wusste über AIDS, das Wissen gehabt, dass du gespielt hast? Also wie hast du dich vorbereitet? Ich habe mich ein bisschen erkundigt, wie die, wie man sich anstecken kann. Ansonsten habe ich mich nicht weiter vorbereitet. Ich habe einfach diesen Text und die Situation ernst genommen und versucht, mich dem hinzugeben und die Situation glaubhaft zu spielen. Ich bin ziemlich sicher, dass wir durch diese AIDS-Geschichte, die Reaktion damals hat es ja gezeigt, doch einiges bewirkt haben. Und ich danke dir auch heute nochmal dafür, dass du den Mut hattest, als allererster AIDS-Kranker diese Katastrophe zu vermitteln und darüber zu informieren. Information und Politik ist die Aufgabe, die Lindenstraße neben der Unterhaltung hat. Und wie gesagt, die Folgen, die wir Ihnen heute Nacht zeigen, sind nicht von uns ausgewählt worden, sondern von Ihnen, von unserem Publikum. Und dass Sie sich die Folge 156 gewünscht haben, beweist uns und mir als Produzent besonders, dass ernste Themen auch sehr populär sein können. Es beweist aber auch, dass Bernd Tauber diesen Benno Zimmermann unsterblich gemacht hat. Jetzt also der erste Schnee. Regie George Moores. Uranlieferungen verloren bei der Nukem ihre Unschuld. Das Cockpit der Maschine landete 5 Kilometer östlich von Lockerbie nahezu intakt. Liebe Zuschauer, ich darf Ihnen jetzt die Stars Andrea Spatzig, Marie-Louise Marian und Moritz Sachs vorstellen. Eine wunderschöne Folge, Spatzau, die wir gerade gesehen haben, von George Moores. Dein Partner nimmt für immer Abschied. Ihr habt es ausgezeichnet gespielt. Ich könnte doch jetzt noch weinen. Und wie ist es denn? Freut man sich dann auf einen neuen Partner oder sagt man, jetzt will ich erstmal 2 Jahre lang in der Straße alleine leben? Na, am Anfang sagt man, ja, muss man jetzt auch wegziehen, weil man keinen Partner mehr hat, mit dem man zusammen spielt. Aber ihr wart ja so lieb, ihr Autoren, ihr habt mir einen neuen Partner beschert. Und das Leben geht weiter. Und so auch für die Gabi damals. Und das war natürlich sehr schön zu spielen. Ich meine, die ganze Trauer war schön zu spielen. Das wird man vielleicht nicht so richtig verstehen, dass es für einen Schauspieler natürlich sehr, sehr verlockend ist, sowas zu zeigen. Aber ja, Trauer ist vielleicht leichter zu spielen wie Freude. Ja, genau. Aber Marie-Louise, du hast ja auch sehr viel komödiantisches Talent. Würdest du dir mehr Komödie wünschen im Bereich des Oma-Opa-Lebens?
Ja, das ist nicht schlecht, weil wir haben ja sehr viel Tod und Trauer in der Lindenstraße. Und ich glaube, um dem Zuschauer Mut zu geben, Kraft zu geben, gerade im Alter das Leben ein wenig leichter zu sehen, positiver zu sehen, da gibt es Ansätze, dass man gerade mit den Kindern, mit den Enkelchen sehr fantasievoll umgeht. Also gerade die Alten sind ja heutzutage sowas von frisch und jung und haben Ideen und sind mutig. Kann man an uns beiden sehen. An uns beiden sehen, natürlich. Ewig jung geblieben, Gott sei Dank, dank der Lindenstraße. Ja, das wäre ein Ansatzpunkt. Das, okay. Das würde ich begrüßen. Ich bin da ich auch denke, sehr dafür, dass wir das packen. Ja. Ich werde es den Autoren und mir selber ausrichten. Ja. Und frage jetzt den lieben Moritz, glaubst du, dass die Lindenstraße, die Inhalte der Lindenstraße, deine Persönlichkeit stark geprägt haben? Ich denke schon. Einige Themen sicherlich. Also, wo ich viel drüber nachgedacht habe, war die Geschichte, als ich als kleines Kind den Nosek umgeschossen habe, hier aus dem Fenster raus, wo ich natürlich viel nachfragen musste, was ist das eigentlich, was da mit dem Jungen passiert. Selbst dann blind zu werden, vermeintlich, aus psychischen Gründen, genau wie die Nazi-Zeit, da war ich im Privatleben sehr linksorientiert und habe mich ausgelebt und habe hier rechtsradikal gespielt. Das war ein sehr starker Kontrast, wo ich auch viel nachdenken musste. Natürlich hat mich das geprägt, sicherlich. Meine Damen und Herren, der Abend oder die Nacht oder der Morgen sind Gott sei Dank noch länger und die beiden nächsten Folgen sind die am meisten gewünschten Folgen. Vielleicht können wir nach Betrachten dieser Folgen mit Sontje Peplow und Willi Herren darüber diskutieren, warum ausgerechnet diese beiden Folgen so beliebt sind. Hier also Folge 364 mit dem Titel Erklärungen und Folge 507 mit dem Titel Laufpass. Viel Vergnügen. Wir schlagen die ersten Molotow-Cocktails gegen das Asylbewerber an. Der erste Atommüll erreicht am Abend das Zwischenlager. Die Bombe, die Franzosen dann unter dem Frankertaufer-Atoll zündeten. Populär wieder verhüllte Reichstag. Liebe Zuschauer, vielleicht ist es ja wirklich die Faszination des Bösen, die diese beiden Folgen so populär werden hat lassen. Ich darf Ihnen die beiden Hauptdarsteller vorstellen, die Bösewichter Lisa, Sontje Peplow und Willi Herren, unser Olli. Meine liebe Lisa, meine liebe Sontje, nimmst du selber gerne Rache? Nein. Gott sei Dank nicht. Das darf ich alles als Lisa ausleben. Aber ich bin absolut kein rachsüchtiger Mensch. Das ist nicht so. Und lieber Willi, dieser Mord ist ja einer der wenigen Dinge, die in der Lindenstraße nicht gesühnt worden sind oder aufgedeckt worden sind. Würdest du als Willi Herren jetzt sagen, es wird höchste Zeit, dass die Autoren den mal aufdecken? Dann wäre der Olli ja weg. Und das will ich ja nicht. Liebe Autoren, also nicht aufdecken. Obwohl, ich habe die Leiche nur beseitigt, ermordet hast. Du ihn ja. Aber ich wollte den Arzt holen. Ich habe gesagt, können wir nicht den Arzt holen. Und du wolltest ja unbedingt... Ach, da war er schon tot, Liebelein. Ich wollte dich retten. Was kriege ich eigentlich dafür? Ich habe dich ja nur beseitigt. Also, da war ich schon tot, ich habe auf die Gleise Ja, gekriegt. Du würdest schon mitbestraft, weil du ja Mittäter und gedeckt hast. Also eine Straftat verdeckt. Nee, nicht aufdecken. Liebe Autoren, nicht aufdecken, weil ich will ja noch ein Bärchen dabei bleiben. Du bist eigentlich in der Folge der Bösewicht. Ich bin nicht böse. Doch, ich habe das nur für dich getan, dass ich diesen Menschen beseitigt habe. Und du hast diesen Plan ausgeführt und dir ausgedacht. Auf die Bahngleise. Und ich hab das alles nur mitgemacht. Aber da war er schon tot. Du hast gesagt, guck nicht hin und ich habe so gemacht. Ja, ich weiß. War sehr schön. Also ich glaube, die beiden spielen das gleich nochmal vor, liebe Zuschauer. Und ich frage nochmal, ob es die Faszination des Bösen ist, die diese beiden Folgen so ungeheuer beliebt gemacht hat. Nicht nur, weil sie toll gespielt sind, toll geschnitten, toll geschrieben, sondern und mit toller Regie gemacht. Sie sind einfach eine der besten Folgen oder zwei der besten Folgen der Lindenstraße. Aber Sie kennen die Lindenstraße und Sie wissen, dass das Böse in der Lindenstraße nie nur böse ist. Gewalt nie nur Gewalt. Genauso ist Liebe in unserer Seele nie nur Liebe, sondern manchmal auch verkehrt rum. Egoistische Liebe oder zerstörend. In der nächsten Folge allerdings ist die Liebe so rein, so glücklich machend, dass man sich fragen muss, lieber Zuschauer, ob es diese Art von Liebe wirklich gibt. Amelie von der Marwitz und ihr geliebter Priesnitz haben beschlossen, aus Liebe gemeinsam in den Tod zu gehen. Sehen Sie selbst, was Liebe also auch sein kann. In der Folge Countdown und in der Folge danach mit dem Titel Einen alten Baum geht es auch um Liebe. Allerdings Liebe in einer ganz anderen Form. Hemd
it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Nach der Lawinenkatastrophe von Galtür und von Johannes Rau entfallen 690 Stimmen. Amelie von der Marwitz, eine wunderbare Figur. Okay. Doch der Freitod, mit dem sie aus der Serie rausgeschrieben worden ist, war falsch. Ja, das ich war falsch. Ich bedauere das immer noch, dass die nicht mehr bei uns ist. Die war ein ganz böses Weib. War die einzige in der Lindenstraße, der ich sie gesagt habe. Die war furchtbar, eine furchtbare Person war. Sie war eine gute Schauspielerin, furchtbar. Du erinnerst dich also noch so richtig lebendig an alle? Ich erinnere mich ganz genau, wie ich mich austricksen wollte da in der Entführung der Lindenstraße. Entführung außer Lindenstraße, das war so ein Sonderfilm, den wir gemacht haben. Da wollte ich mich austricksen, da hat hier eure Putzfrau gespielt, aber schon so, da muss ich schon sagen, Aber es ist erstaunlich, dass du noch, in der Folge gibt es eine ganze Menge Leute wiederzusehen. Also Natascha Bongermann, Nadine Spruß oder auch den Krückeberg. Das waren Leute, mit denen du relativ wenig zu tun hattest, aber du hast sie noch im Kopf. Ja, ich noch ganz genau im Kopf, die Natascha Bonnemann, ganz genau, wie sie da mein Olaf bearbeitet hat, dass sie mich ins Altersheim bringen. Ich gehe nicht ins Altersheim, Du hast dich gewehrt. Aber hast du denn wirklich erwartet und hast es für glaubwürdig erfunden, dass alle Lindenstraßen-Persönlichkeiten sich im Treppenhaus versammeln und für ihre Elze kämpfen? Ja, habe ich schon für glaubwürdig gefunden, dass die alle gekommen sind. Aber warum? Weil sie mich mögen. Du warst doch das Biest. Na, weil ich ihnen Leid getan habe, dass mich einfach ins Altersheim schieben. Und das wollten sie nicht und deshalb sind sie alle gekommen. Und hast du sie auch so geliebt? Als Elze hast du die Hausbewohner auch so geliebt, wie sie dich offensichtlich doch geachtet und geliebt haben? Ja, ich hab schon auch gern. Ich habe geschimpft und gemeckert, das gehört zu ihr dazu, das hat zur Figur gehört. Geschimpft und meckern hast überall. Du hast beim Intendanten gemeckert, du hast immer bei mir dich beklagt, über die Regisseure, über die Autoren, du hast mich beschimpft, so richtig gelobt. Ich hab die oft gelobt. Ganz oft gehabt, ob du bist der beste Produzent, den es gibt. Nur wegen dir die Probeaufnahmen hast du mir ab und zu geguckt, ganz am Anfang vor 20 Jahren. Aber sag jetzt einmal, weil du so viel gemeckert hast, was würdest du denn am liebsten verändern? Wenn du jetzt in meiner Situation wärst, sagst, Hans, pass auf, jetzt machen wir alles ganz anders. Ich würde mehr Pep reinbringen in die ganze Serie. Ein bisschen Pep, dass ein bisschen was los ist. Nicht, dass so langweilig so weit dahin geht. Sondern es muss Pep rein. Jetzt meckerst du schon wieder. Jetzt sagst du mir als Produzent vor laufender Kamera, dass bei uns langweilig dahin geht. Ja, warum? Ja, aber das nicht so. Das stimmt nicht. Was ist denn so langweilig? Es ist wunderbar. Nein, das stimmt schon. Wenn du mir sowas das fragst, ist halt so, liebe Zuschauer, das ist Annemarie Wendel und Elze Kling in einer Einheit heute Abend und heute Morgen. Nicht nur sie hat Widerstand geleistet in der Serie und im Leben. Auch andere Persönlichkeiten in der Lindenstraße wussten sich zu wehren. Und ich kann Ihnen versprechen, sie werden sich auch in Zukunft nichts Unrechtes ohne Widerstand gefallen lassen. Dass es dabei nicht immer ganz friedlich zugehen kann, zeigt die nächste auch sehr populäre Folge 878 mit dem wunderbaren Titel M wie Mörder. Danach werden Sibylle Vauri, Cosima Viola und Ludwig Haas unsere Gäste sein. Das Jahrhunderthochwasser hat heute Morgen in Dresden seinen Höhepunkt erreicht. Wie versprochen, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, darf ich Ihnen jetzt Cosima Viola vorstellen, Sibylle Vauri und Ludwig Haas. Ludwig Haas, ein Urgestein der Lindenstraße. Cosima Viola, eine der jüngsten, die aber auch schon seit einigen Jahren dabei ist. Findest du es gerecht, was der Felix und die Jack mit dem Dressler angestellt haben in der Folge? Also, es ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass in Jacks Augen das auf jeden Fall gerecht ist. Ich persönlich glaube, dass man seinen eigenen Gerechtigkeitssinn in dem Sinne auch so verpacken kann, dass man jemandem anderen nicht so schaden muss, wie Jack und Felix das versuchen. Also gewaltfreie Verteidigung. Ja, auf jeden Fall. Und Wehre. Lieber Ludwig, wenn so eine junge Dame das erste Mal ins Studio marschiert und du musst nur mit ihr arbeiten und es wird sofort Professionalismus verlangt, also funktionieren und gutes Dings, hat man davor Angst?
Ich hatte keine Angst davor, weil ich ganz schnell gespürt hatte, dass sie eine starke Begabung hat und dass sie auch eine starke Ausstrahlung hat. Ich denke mal, sie kommt wunderbar über im Fernsehen. Außerdem, wir haben einen guten Draht miteinander, wir können wunderbar miteinander arbeiten. Wir sprechen uns gegenseitig ab und es funktioniert. Du warst also nie in Versuchung, ihr ein bisschen zu zeigen, wie es geht, sondern du hast auch ihr zugehört. Ich höre immer den Kollegen zu und ich höre auch zu, wenn man mich kritisiert und ich kritisiere vielleicht auch mal ein bisschen und so funktioniert das, wie das eigentlich üblich ist bei professionellen Schauspielern. Würde ich auch sagen. Sibylle, du hast auch lange mit diesem Urgestein gearbeitet. Wie war er denn? Sehr aufmerksam, sehr zuhörend und auch sehr beibringend auf eine gute Art, weil man sich einfach viel abschauen kann bei Ludwig. Weißt du noch, wie viel die Station dein Leben mit Dressler war im Ablauf deiner traurigen Familiengeschichte? Es war jedenfalls eine der ruhigsten, also für Tanja gesehen. keine Ahnung, das waren so viele Auf und Abs. Und welche dieser Formate oder dieser Formen einer Frau hast du am meisten gehasst? Gehasst? Ich glaube, uns beiden gingen irgendwann diese Mittagessen zwischen Tanja und Ludwig irgendwie auf die Nerven, wo wir immer nur klar machen mussten, die beiden hassen sich nicht, Tanja nimmt den nicht aus, weil das war schauspielerisch doch eher, das war zwar für die Geschichte wichtig, aber wir kamen nicht wirklich dazu, irgendwas zu spielen. Aber du warst ja auch mal Callgirl, du warst mal Anfängerin als Journalistin. Mhm. Welchen Weg hättest du denn am liebsten beschritten als Sibylle Vauri für Tanja Schildknecht? Da bin ich immer sehr froh, dass ich das nicht bestimmen musste. Ich habe schon genug damit zu tun, mein Leben in eine Richtung zu geben. Ich finde das immer sehr schön, alle halbe Jahre das Leben der Tanja Schildknecht zu sehen und zu sehen, wo es die so hintreibt. Und so Kehrtwendungen wie Tanja Schildknecht und Ludwig Dressler kommen zusammen, wären mir von meinem Verständnis, was Tanja alles zur Auswahl hat, nicht gekommen zum Beispiel. Da wie ist das mit der Trauer? Du hast ja sehr viel Tod erleben müssen, sehr viel Sterben, Familie ist ganz und gar gestorben. Und deine beste Freundin ist gestorben, deine erste lesbische Beziehung. Worden. Gestorben ja. Worden, wenn genau. Man so will. Geht das sehr nahe persönlich oder kann man das wegstecken? Das kann man wegstecken und das kann man vor allem sehr gut zum eigenen Glück umtransformieren, wenn man das so sagen kann. Weil diese ganzen Schicksalsschläge, die Tanja Schildknecht mitgekriegt hat, sind ja nun nicht meine. Und es hat was sehr Schönes, sich in so eine Trauer hineinzuversetzen, wie wenn man einen guten Film sieht, der sehr traurig ist, der ist dann wahnsinnig traurig, den nimmt man mit. Aber man hat trotzdem, es hat eine klärende Wirkung. Es geht einem selber dann, oder mir ging es danach immer besser. Klärende Wirkung. Hat der Tod und der Sterben klärende Wirkung auf Zuschauer? Tod und Sterben und zum Tod führende Krankheiten sind immer in der Lindenstraße dabei gewesen. Dass aber gerade zwei der traurigsten Folgen zu den absolut beliebtesten Folgen gehören, hat mich schon sehr überrascht. In den beiden nächsten Folgen 936 und 982 sterben zwei unserer Heldinnen. Sehen Sie nun die Folgen Bertha Griese und Krebs. Verlor die NASA den Kontakt zur Raumfähre Columbia. Ohne Vorwarnung hatte der Tsunami gestern die Küsten der Urlaubsparadiese in Thailand, Malaysia, Indien und Indonesien überrollt. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, diesmal Christine Stienemeyer und Knut Hinz. Lieber Knut, wenn ich dein Spiel in dieser Bertha-Griese-Folge beobachte, dann frage ich mich ganz simpel als professioneller Filmemacher, wie schafft man es, so viel Innerlichkeit nach außen zu stülpen? Das ist eine gute Frage. Man muss sich dieser Situation einfach überlassen. Also ich habe mich dem einfach überlassen. Das Ganze war ja so frisch noch, dass es einfach eher eine Scheu war, zu viel rauszulassen. Du meinst jetzt der tatsächliche Tod von Ute Mohrer? Es war unfasslich und ich heute, wenn ich das sehe, die Folge sehe
und vergleiche, wie habe ich privat reagiert darauf und wie war das in der Rolle. Und das ist, ich kann es jetzt nicht beschreiben, aber es kommen so, weil es sind ja zwei Welten, in denen man da permanent lebt, mit dem Menschen, mit Ute Mora und mit Bertha Griese, also mit meiner Partnerin. Und von beiden habe ich eher Abschied nehmen müssen durch dieses diesen Tod, der ja durch diese Krankheit bedingt war, von der ich nichts wusste. Und ich weiß noch, dass ich... Der Tod hat uns alle überrascht. Der kam für niemanden vorbereitet, auch für Ute nicht. Sie dachte eigentlich, dass sie über den Berg ist. Und dann ging es sehr, sehr schnell bergab. Und sehr, sehr schnell bergab ging es ja auch mit dir als Maya, liebe Christine. Wenn du im Drehbuch gelesen hast, dass du deine ganzen Freunde und deine Familie zu einem Sterbeabschied ins Wohnzimmer bittest, fandest du das glaubwürdig? Also ich habe schon darüber nachgedacht, wie dieser letzte Tag dann aussieht, wo die Maya weiß, dass sie stirbt und die Menschen einlädt. Und es ist schwer, sich da reinzuversetzen generell. Also ich habe mich auch mit Leuten darüber unterhalten, die zumindest todnahe Erfahrungen hatten. Bei der Maya war es ja zum Glück dann so, dass sie am Schluss noch die Kraft hatte. Und ich habe gedacht, dass mich versucht, in sie reinzuversetzen, dass es vor allem mit einer Tochter zusammen der Gedanke, so konnte ich es nachvollziehen, dass sie es deswegen macht. Ich glaube, es ist ein großes Glück, wenn man so sterben kann. Also ich meine, es war eine junge Frau, ist natürlich so oder so nicht schön, aber wenn man dann schon sterben muss, dass man das noch so bewusst planen kann. Und ich glaube, dass sie es vor allem auch für die Tochter gemacht hat, dass es nicht so einsam wird und dass nochmal ein bisschen Leben ins Haus kommt. Ich glaube, sie hat es vor allem für die Tochter gemacht. Also, darüber ja, konnte ich es auch nachvollziehen. Wie ich das jetzt wieder gesehen habe, habe ich fast wieder geheult, obwohl ich alles nur sehr gut kannte, und habe mir auch vorgenommen, wenn ich mal die Kraft habe, loszulassen, weil das tut ja Maya, sie lässt ja ganz bewusst los, jetzt wahrscheinlich noch ein paar Wochen rauszögern können, dass ich das vielleicht auch versuche, dass ich das so mache. Aber jetzt an diesem richtig schönen frühen Morgen, jetzt, und damit wir und Sie nicht doch noch einschlafen, zeigen wir Ihnen jetzt eine der spannendsten Folgen, die unter den 13 beliebtesten Folgen auf Platz 4 liegt. Die Folge 1000 mit dem Titel, den auch die erste Folge hatte, Herzlich Willkommen. Danach wird es dann ganz jung. Nicht nur die Folge, die wir Ihnen als letzte heute Morgen zeigen, ist relativ neu, sondern auch die Schauspielerin, die in dieser Folge eine Hauptrolle spielt, ist noch nicht allzu lange bei uns und noch sehr jung. Sehen Sie Anja Antonowitsch als Nastja jetzt in der Folge 1017 mit dem Titel Tatsachen. Und danach Anja Antonowitsch, wie sie leibt und lebt, hier auf unserem Sofa. Als letzten Gast, meine Damen und Herren, darf ich heute Morgen, dann können Sie in Ruhe frühstücken gehen, Anja Antonowitsch begrüßen, die bei uns noch etwas Neues, aber schon sehr, sehr berühmt und eine ganze Menge Fans hat. Anja, du bist ja nicht nur vom Onkel missbraucht worden, sondern du bist ja dann auch verkauft worden quasi an irgendwelche Zuhälter, die dich in Deutschland zur Zwangsprostituierten gemacht haben in der Geschichte, Lindenstraße. Du kommst im Film aus Moldawien. Genau. Bist aber? Aus Polen. Aus Polen, gebürtige Polen, und liebst deinen Vatermann. Klar. Und gibt es das Problem der Verschleppung auch in Polen? Ja, gibt's, und es ist ein riesig großes Problem und gibt es viele Diskussionen darüber. Was macht man dagegen? Eigentlich gar nicht. Also die polnische Regierung oder die Polizei verfolgt die Leute nicht? Lässt sie versucht gehen? Irgendwo, aber... Da wollen wir noch mal hoffen, dass sich das bessert. Vielleicht durch die Europäische Union, dass man noch Gesetze erfindet, die das verschärfen, die Kontrolle verschärfen. Ja, vielleicht wir helfen auch dabei. Und dass diese Habgier von irgendwelchen bösartigen Männern, Verbrechern endlich eingedämmt wird. Liebe Zuschauer, ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Wenn Sie die 7,5 Stunden, so wie ich hier, durchgehalten haben, dann brauchen Sie jetzt auch einen Kaffee.
Und ich kann nur sagen, dass wir uns bemühen werden, weiterhin starke Geschichten für sie zu erfinden. Und mich freut riesig, dass wir so wunderbare Talente wie Anna Antonowitsch bei uns behalten dürfen, dass sie weiter mitspielen wird, dass sie noch viele schöne Geschichten mit uns gestalten wird. Und ich bin ziemlich sicher, dass auch Sie, liebe Zuschauer, dieser herrlichen, guten Schauspielerin in noch vielen Folgen der Lindenstraße zuschauen wollen. Die Autoren haben noch viele starke Geschichten für Sie im Computer. Was mich jetzt im Augenblick aber fast noch mehr interessiert, ist die Frage, wie viele von unseren Zuschauern sind von gestern 23 Uhr bis jetzt nonstop dabei geblieben? Sind Sie so nett und schreiben oder mailen Sie uns, wenn Sie alle 13 Folgen geguckt haben? www.lindenstraße.de oder Lindenstraße, Freimersdorfer Weg 6 in 50829 Köln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen guten Kaffee, einen schönen munteren Tag und mir wünsche ich, dass Sie uns noch lange treu bleiben und auch am kommenden Sonntag um 18.50 Uhr wieder neugierig sind, wie es denn in der Lindenstraße weitergeht. Guten Morgen.